Tempo. Immer. Habe ich immer dabei, Tempo-Taschentücher. Hier ist auf jeden Fall viel schöner als im Waldbad oder im Schwimmbad. Weit und breit ist niemand. Ich muss halt nur aufpassen, dass da abends mal ein paar Hunde frei rumlaufen. Wie vorhin. Die wäre wohl gedacht, aber 200, ich wäre was zum Fressen, aber wenn sie lange rumzuknabbern bei mir. Ja. Geknallt. Andere Richtung. Italiano tutto il mondo. Superman.
Obwohl, ich muss eins dazu sagen. Ich wäre jetzt wehrlos, wenn jetzt jemand mich überfallen würde. Weil wenn ich mal dahin schlafe, ja, dann merke ich halt nichts. Das heißt, wenn jetzt so ein böser, krimineller Mensch kommen würde und würde mich sehen, hier rumliegen, und es wäre ein Alkoholiker oder ein Drogensüchtiger, dann hätte ich schlechte Karte. Weil diese Leute töten aus niedrigen Beweggründen. Ja, aber wenn es mal so weit ist, hoffe ich, dass die Kamera das alles filmt, die letzten Momente des Salvatore. Ne? Und hoffen wir es nicht, ne? Dass er nicht so weit kommt. Aber man muss mit allem rechnen heutzutage. Ach, und die Yvonne hat sich auch gemeldet. Yvonne. Ja, Mai. Wie geht's dir denn? Freut mich wirklich, dich mal wieder nach längerem gesehen zu haben. Ich hoffe, es geht dir gut. Das letzte Mal haben wir uns gehört, telefonisch, wenn ich mich daran erinnere. Wann war das? Ich glaube, das war, wenn ich mich nicht täusche, vor 10 Jahren. Da hast du mich angerufen. Um was es ging, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber es ging wahrscheinlich um irgendetwas. Ich muss aber hinzufügen, liebe Yvonne, von dem Bild, was ich von dir bekommen habe, bei Wer kennt wem, da sieht man dich ja mit so einer Sonnenbrille. Und ich habe dich wirklich nicht wiedererkannt, muss ich dir echt sagen. Du hast dich ins Positive verändert, sag mal so halt. Ne? Wie du bei mir sehen kannst, bei mir hat sich nichts verändert. Weil vorher ging es mir gut. Und jetzt geht es mir genauso gut. Und ich hoffe, dass es mir immer noch gut geht. Und unter gut meine ich gesundheitlich. Ne? Ich habe momentan eine heiße Stimme. Und ein bisschen Schmerzen beim Laufen. Aber passt schon. Yvonne, erzähl mir mal, was machst denn du so? Ja? Ich kann davon ausgehen, Yvonne, dass du mit dem Italiener zusammen bist. Weil du kannst gut Italienisch schreiben, auf jeden Fall. Und das kann man nur, wenn man mit dem Italiener verheiratet ist. Der bringt einen sowas halt bei, ne? Und wie ist das so? Ja, ist in Ordnung. Schöne Grüße an deinen Freund, wenn er Italiener ist oder dein Mann. Mi raccomando, questa ragazza che tua moglie o la tua ragazza o la tua fidanzata, trattala bene perché è una grandissima simpatica persona. Mi raccomando.